Basel? Jubelte ich. Endlich war ich in der Schweiz, im Mäuseparadies. Auf dem Bahnhofsvorplatz traf ich eine Maus. Hoppla, grüß Gott, ich heiße Stefan. Stefan, verstehen Sie? Aber alle nennen mich Mausebiber. Ich bin gerade mit dem Intercity-Zug aus Köln angekommen. Mhm, grüezi. Mhm. Mein Name ist Wilhelm, gell? Ja, mit dem 19.20 Uhr aus Köln? Mhm. Sag ich doch, aus Köln. Aber wo ist denn die nächste Käsefabrik? Die ist nicht weit. Aber da hast du keine Chance als Mus. Da kommt keine von uns mehr inne. Ja, Wilhelm, wer frisst dann aber die Löcher, die runden Löcher in den Schweizer Käse? Oh, das ist doch nur ein Märli, also ein Märchen. Vielleicht ist das einmal viel früher passiert, aber hüt, mache das nur noch Maschine. Für uns Müsli. Ist dabei kein Platz mehr? Nein, nein, nein. Und ich dachte, die Schweiz ist das Paradies der Mäuse. Ja, das ist es schönst, Märli, sagte Wilhelm. Und er erzählte mir, wie man sich als Maus in diesem Land durchhungern müsse. Weisch, sagte Wilhelm, Schweiz ist kein Land für Müsli. Da ist alles sauber und ordentlich. Ja, und er wäre schon längst nach Frankreich ausgewandert, wenn er nicht solche Angst vor Zugfahrten hätte. Nach Frankreich? Fragte ich. Ja, sagte Wilhelm, Frankreich ist unter Schweizer Müsse Geheimtipp. Warum sollen wir nicht nach Frankreich fahren, sagte ich. Und ich erzählte ihm, dass ich monatelang in einem D-Zug zwischen Hamburg und Köln hin und her gefahren bin. Toll, rief er, dann fahren wir doch. Wir liefen über die Bahnsteige, bis wir eine Durchsage hörten. Achtung, auf Gleis 10 fährt in wenigen Minuten der Trans-Europa-Express von Basel nach Paris ab. Wilhelm und ich stiegen ein. Während ich unter dem Kasten für die Heizungsrohre ging, lief Wilhelm vor lauter Staunen mitten im Gang. Beinahe wäre er von einem Mann getreten worden. Beide erstarrten vor Schreck. Eine Maus! Unfasslich! Eine Maus im Zug! Der Mann rief nach dem Zugschaffner. Ich schubste Wilhelm in ein Abteil und wir krochen unter die Sitze. Wir versteckten uns ganz hinten an der Wand. Der Zugschaffner kam gelaufen. Was, sagte er, eine Maus im Zug? Das ist ganz unmöglich. Seit 20 Jahren fahre ich in Zügen und habe noch nie eine Maus gesehen. Wir sahen zwei riesige Hände, die sich auf den Boden abstützten, und dann kam das Gesicht des Zugschaffners. Unfasslich, sagte er. Wir schauten uns an, von Aug zu Aug. Kleine verflixte Mistviecher, schimpfte der Zugschaffner. Ich flüsterte Wilhelm ins Ohr, pass auf, wenn er nach dir greift, dann springst du nach links und ich renn direkt auf sein Gesicht zu. Angriff ist die beste Verteidigung. Wow, eine Maus, die beißen will, schrie der Schaffner. Die ist tollwütig, das steckt an. In Paris wird euch der Kammerjäger holen, drohte er im Weggehen. Zunächst waren wir noch einmal davongekommen. Wir krochen unter die Leitungen der Klimaanlage und suchten uns ein Versteck. Ich schlief bald ein. Wilhelm wälzte sich noch lange unruhig hin und her. Attention, ici Paris, Gare de l'Est.
Eine Lautsprecherstimme weckte uns. Schnell, sagte ich, nix wie raus, bevor sie kommen. Als wir über die Bahnhofstreppe ins Freie kamen, atmeten wir erlöst auf. Das also war Paris. Paris, das Paradies der Milch, wie Wilhelm schwärmerisch sagte. Wir huschten an den Hausmauern entlang. Auf dem breiten Gehweg, dem Trottoir, standen die Tische und Stühle der Cafés und Restaurants im Freien. Dort saßen in dem warmen Abendwind die Menschen und aßen und tranken. Wir entdeckten eine Gewohnheit der Franzosen, die uns entzückte. Nach jedem Essen gibt es Käse. Die verschiedensten Sorten. Lange, runde, ovale. Käse mit und ohne Schimmelpilze. Käse mit Pfeffer, Lorbeer und Kümmel. Die Namen dieser verschiedenen Sorten lernten wir durch Pierre kennen. Pierre war eine waschechte Pariser Maus. Wir hatten ihn vor dem Restaurant Les Trois Mousquetaires, also die drei Musketiere, kennengelernt. Pierre bewegte sich mit der allergrößten Selbstverständlichkeit auf dem Trottoir. Er pflegte zu sagen, nicht laufen, sondern schreiten. Was huscht, das sieht man. Wenn wir aber ruhig gehen, dann übersehen uns die Menschen. Paris war nicht nur reich an Genüssen, sondern leider auch reich an Gefahren. Gleich in der zweiten Woche nach unserer Ankunft passierte mir etwas Fürchterliches. Ich saß auf dem Gehweg unter einem Tisch und aß mit Genuss von einem Stück Tortenbrie. Plötzlich bemerkte ich eine riesige Katze. Ich versuchte zu fliehen. Ich rannte um mein Leben. Wo sollte ich mich verstecken? Im letzten Augenblick entdeckte ich zwei dicht beieinander stehende Mülltonnen. Die Bestie versuchte mich mit ihren Pfoten zu erwischen. Was waren das für mörderische Krallen? Was waren das für Erschütterungen? Die Mülltonnen bebten. Plötzlich war es still. Die Katze grinste heimtückisch. Und dann hörte ich das Müllauto und hörte, wie die Müllmänner die Tonnen zum Auto trugen. Je näher das Klappern und Rollen der Mülltonnen kam, desto gieriger wurde das Grinsen der Katze. Dann wurde die erste Tonne meines Versteckes weggetragen. Ich rannte nach Hause. Thank you.
Zu Hause musste ich erst mal weinen. Ich dachte an die Paradiesstraße, an die Familie und an meine Freundin Isolde. Als Pierre und Wilhelm kamen, fanden sie mich ganz verheult. Unter Tränen erzählte ich ihnen von meinem Erlebnis mit der riesigen Katze. Pierre sagte, oui, mon ami, tja, man muss die Gefahr lieben, aber sieh, das sind die Vorteile von Paris. Er hatte sich ein großes Stück Käse mitgebracht, das er mir jetzt schenkte. Danke, aber ich wollte jetzt doch lieber wieder nach München zurück. Und auch Wilhelm war die Gefahr in Paris zu groß. Wir saßen noch lange zusammen, aßen und tranken und unterhielten uns über eine Welt ohne Katzen. Dann aber umarmten wir Pierre zum Abschied. Das Letzte, was wir von ihm sahen, war, wie er mit dieser unvergleichbaren Nonchalance über den Boulevard schlenderte in Richtung unseres Restaurants Les Trois Mousquetaires. Wilhelm und ich warfen noch einen letzten Blick auf Paris. Dann liefen wir zum Bahnhof, wo wir bald einen Zug nach München erwischten. Als wir uns meiner Heimatstadt näherten, kletterten wir auf den Klapptisch und sahen durch das Fenster hinaus. In wenigen Minuten werden wir in München sein. Gut, sagte ich zu Wilhelm. Wie lange war es her, dass ich von hier weggefahren war? Thank you.